Hallo, hier ist Xara von Zierschildkröte.de. Heute möchte ich mit euch einen Landteil bauen. Hier ist zwar ein Landteil drin, das schwimmt hier. Das ist so ein lustiges Landteil in Schildkrötenform, aber das will ich in einem anderen Aquarium verwenden und deswegen baue ich jetzt hier für ein neues Landteil. Hier schwimmt irgendwo eine Rückenstreifen-Zierschildkröte. Da hinten, jetzt kommt sie nach vorne, da ist sie. Das ist eine Nachzucht vom letzten Jahr noch und deswegen ist sie noch in so einem kleinen Aquarium. Die habe ich behalten, weil ich sie so schön fand, aber die kommt bald auch in ein größeres Aquarium. So, wir wollen ein Landteil bauen aus einer Weidenholzbrücke. Eine Weidenholzbrücke gibt es im Zooladen für Nagetiere zu kaufen und die ist aus so kleinen Ästen, die mit einem Draht verbunden sind und die ist so biegbar und da kann man ein ziemlich gutes Landteil für Wasserschildkröten rausbasteln. Jetzt ist natürlich das Problem, die Weidenholzbrücke einfach hier reingeschmissen, dann geht die irgendwann unter, wenn die sich voll mit Wasser gesaugt hat. Deswegen müssen wir eine Vorrichtung bauen, wo wir die Weidenholzbrücke mit aufhängen können. Und das machen wir jetzt zusammen. Als erstes braucht man dafür zwei Kanthölzer. Die habe ich so zurechtgeschnitten, dass hier ist so ein Steg, um das Aquarium zu stabilisieren. Und die Kanthölzer passen genau zwischen die Scheiben und legen auf diesem Steg auf. Also haben wir hier eine kleine Haltevorrichtung dann ruckzuck gebastelt, wo wir das befestigen können. In die Kanthölzer habe ich hier so zwei Löcher reingebohrt. Da werden wir die Weidenholzbrücke dran aufhängen. Und das machen wir jetzt mal. Um die Weidenholzbrücke aufzuhängen, habe ich hier so einen Draht. Das ist Bindedraht aus dem Blumenladen und den kann man auch wunderbar im Aquarium verwenden. Dazu nimmt man die Weidenholzbrücke und zwischen den Ästen ist ja hier so ein Draht gespannt in der Weidenholzbrücke und hier auch. Und dann kann man mit dem Draht hier so durchgehen, kommt auf der anderen Seite wieder raus, biegt den Draht einmal um, wieder zurück und dann kann man den hier so ein bisschen drum wickeln und dann hat man hier den ersten Draht schon befestigt. Und so machen wir das mit noch vier weiteren Drähten. Also kommt hier nochmal zwischen dem Holz. Dann auf der anderen Seite umschlagen, zurück und so ein bisschen drum tüddeln, dass der Draht hier hält. So, jetzt haben wir hier die Weidenholzbrücke mit vier so Drähten dann und wollen die jetzt hier befestigen. Dazu nehmen wir das Kantholz und tüddeln den Draht durch die Löcher, die ich hier reingebohrt habe. Hier ist noch irgendwo ein zweites Loch. So, biegen den einmal um, dass es hält. Und machen das mit dem zweiten Stück Holz genauso. Einmal umbiegen, dass es hält, dass das Holz nicht rausrutscht. Und dann können wir das auch schon einhängen. Hier unter der Lampe. Und jetzt schwimmt das Ding natürlich noch nicht so passig, wie ich es gerne hätte. Man kann die Höhe des Landteils ganz gut justieren, dadurch, dass man die Drähte ja unterschiedlich lang gestalten kann. Und wickelt die einfach hier so ein bisschen drum. Und hier hinten, das soll der Bereich sein, wo die Schildkröte sich sonnt. Da guckt das Landteil gut aus dem Wasser. So schnell kann man ein wunderbares Landteil bauen. Die Lampe leuchtet jetzt hier auf diesen Bereich, auf diesen trockenen Bereich. Unter dem Landteil ist so ein bisschen Luft und dadurch, dass der Landteil so uneben ist, kann auch der Bauchpanzer von der Schildkröte gut abtrocknen, wenn sie sich da sonnt. Hier geht so eine Rampe ziemlich tief ins Wasser, sodass selbst wenn das Wasser ein bisschen verdunstet, die Schildkröte immer noch gut hochkrabbeln kann. Und ruckzuck hat man ein wunderbares Landteil gebaut. Dieses Landteil
eignet sich so für Männchen und für Jungtiere. Für Weibchen, die ausgewachsen sind und schon Eier legen, ist es nicht geeignet, weil Eier legen können die Tiere da nicht. Aber ansonsten ist es ein wunderbares Landteil, auch ziemlich ausbruchssicher, weil die Schildkröten kommen an dem Draht ja nicht hochgekrabbelt. Und hier zur Scheibe hin ist genug Abstand. Da passiert also erstmal nichts. Ja, das wär's zu diesem Landteil. So eine Weidenholzbrücke packe ich euch in die Infobox. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Viel Spaß beim Nachbauen. Tschüss.